So, hey ho Leute. Ich hatte noch nie eine Lizenz und ich habe nach wie vor keine Lizenz. Aber das, was die BLM hier macht, das ist totaler Bullshit. Und wenn ich dafür ins Quengnis komme, ist mir das ehrlich gesagt mittlerweile auch egal. Denn ich mache letztlich eigentlich nichts, was irgendwie rundfunktechnisch scheiße ist. Und eine kleine Nachricht an die BLM direkt. Mir ist es egal mit eurer komischen Namenswahl. Ihr habt Scheiße gebaut und ihr steht nicht dazu. Und jetzt werde ich werde definitiv nicht dafür büßen, für die Fehler, die ihr macht. Genauso wenig, wie ich keine Lust darauf habe, für die Fehler zu büßen, was die Hater machen. Wenn ihr euch wundert, warum keine Musik im Hintergrund läuft, die BLM redet sich jetzt damit raus, wegen journalistisch-redaktionellem Hintergrund, dass meine Streams deswegen journalistisch redaktionell sind, weil Musik im Hintergrund läuft. Also, oder weil ich auf Themen eingehe, die um Leben handeln. Aber ich denke, die meisten von euch haben eh mein Video gesehen dazu. Also letzten Endes ist es mir mittlerweile einfach scheißegal. Die BLM macht ihren Job nur daneben, ja, macht den Job nicht richtig und will mir irgendwas aufhängen. Weil ich meine Meinung äußere. Meine Meinung, die ich wohlgemerkt in Deutschland das Recht habe, zu äußern. Hast du mit dem Anwalt abgeklärt? Nö, wie gesagt, und wenn sie mich dafür hinterher einsperren, weil ich letztlich einfach nur mein Ding mache, so wie ich es jahrelang schon mache, und ich auch gegen keinerlei Gesetze verstoße, ist mir das ehrlich gesagt mittlerweile auch egal. Und wenn ich dafür in den Knast gehe, für meine Überzeugungen, dann gehe ich dafür in den Knast. Das ist mir mittlerweile so scheißegal, das glaubt ihr gar nicht.